damit herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Wir wollen Sie heute mal mitnehmen auf einen Baustellenrundgang beim Erweiterungsbau der Regenbogen-Grundschule hier in Senftenberg. Und dazu habe ich mir natürlich den Bürgermeister der Stadt eingeladen, Andreas Pfeiffer. Herr Pfeiffer, wir haben ja das Problem, dass tatsächlich dieser Anbau bitter nötig ist. Die Schule platzt förmlich aus allen Nähten. Das ist richtig, deswegen brauchen wir auch diesen Anbau. Wir haben dann hier die Möglichkeit, vierzügig einzuschulen. Das heißt, insgesamt, wenn wir fertig sind, sind hier 540 Kinder, Schülerinnen und Schüler unterwegs. Und das brauchen wir auch, weil wir haben hier natürlich sehr viele Nationen, die ja auch unterwegs sind. Und da wollen wir natürlich auch eine schöne Lernlandschaft hier bieten. Und das Verrückte ist ja, das Thema beschäftigt Sie schon als Abgeordneter, weil wir haben ja angefangen mit einem Vergleich. Wird es ein Holzbau oder wird es tatsächlich betonmassiv? Das haben Sie ja noch als Abgeordneter erlebt. Ich kenne sogar noch die Diskussion, die vorher war, über Schulzentrum. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir hier jetzt eine Lösung gefunden haben. Mein Vorgänger, Herr Friedrich, hat das gemeinsam mit den Stadtworten, haben wir das gemeinsam beschlossen. Und jetzt sind wir an dem Bau. Und ich kann soweit schon sagen, der Baufortschritt ist sehr gut. Wir sind vor unserer Zeit bei dem Bau und das hoffen wir auch weiterhin zu sein. Und wenn man mal so guckt, tatsächlich bei den fortlaufenden Bauarbeiten, sind wir nicht weit weg vom Richtfest oder täuscht das Gefühl gerade? Das täuscht überhaupt nicht. Wir werden im September ein Richtfest gemeinsam haben. Wir versuchen noch einen würdigen Vertreter vom Land zu bekommen. Und da sind wir zurzeit in der Abstimmung, wer das sein wird. Wir haben aber natürlich noch ein bisschen Zeit. Wann wird sie fertig sein und wann können wir tatsächlich auch die Schule mit dem neuen Anbau betreiben? Das wird nicht nächstes Jahr sein. Im nächsten Jahr werden wir mit diesem Schulgebäude, mit dem Anbau fertig sein. Aber natürlich, ein Anbau funktioniert nur, wenn auch das Hauptgebäude noch einige Maßnahmen durchzuführen sind. Und das dauert dann noch ein Jahr länger. Und dann werden wir mal schauen, wie wir tatsächlich dann hier neu die Bildungslandschaft gestaltet hat und wie wir dann damit umgehen können, in dieser zauberhaften Regenbogen-Grundschule umzugehen. Sie schon aufgeregt, weil der Bürgermeister ist mit Sicherheit am Wochenende hart eingebunden, wenn wir tatsächlich Einschulung in den Senftenberger Grundschulen feiern. Ich freue mich, ich bin auch privat bei einer Einschulung dabei, deswegen freue ich mich umso mehr. Und ich freue mich noch mehr, wenn dann hier die neuen Kinder und die Schülerinnen und Schüler eingeschult werden, weil das ist wirklich eine tolle Landschaft, die wir hier bieten. Es sind große Räume zum Lernen, auch in den Fluren möglich. Es gibt so eine kleine Amphitheaterreihe draußen, also dass man sich auf Stufen setzen kann. Also es ist eine top Lernbedingungen, die wir hier dann zusätzlich noch schaffen. Das ist, denke ich mal, auch bitter nötig. Der erste Neubau seit der Wende. Und wir wollen uns mal anschauen, wie gut die Senftenberger Grundschulen auf die Einschulung und auf das neue Schuljahr vorbereitet sind. Und wenn wir über den Schulanfang des Schuljahres 2023/24 in Senftenberg reden wollen, dann muss man sich natürlich eine DIG einladen, die ist dafür zuständig, dass es an den Grundschulen gut funktioniert. Und hinter uns, die Regenbogen-Grundschule, ist ja die gerade wichtig ist, weil sie bebaut wird. Wie viele Kinder kommen hier zur Schule? Wie viele werden wir also am 26. mit der großen, schweren Zuckertüte vom Hof gehen sehen? Wir hoffen, und so ist der Stand heute, 61 Schülerinnen und Schüler, die nach heutigem Stand am Samstag ihre Zuckertüte ganz freudig mit großen Augen in die Arme schließen dürfen. Und wenn wir jetzt mal den Blick ein bisschen weitermachen, die ganze Stadt Senftenberg mit seinen Grundschulen auch in den Ortsteilen, wie viele ABC-Schützen haben wir in diesem Schuljahr? Es ist noch in der Woche noch ein bisschen Luft nach oben, aber wir können so um die 190 Schülerinnen und Schüler in unseren Grundschulen in Senftenberg in den ersten Klassen begrüßen in diesem Schuljahr. Ja. Und dann ist ja die Ferienzeit immer Hochzeit fürs Arbeiten. Da gibt es die Grundreinigung in den Schulen und die Handwerker geben auch Vollgas. Ja. Wie war es denn an den Senftenberger Schulen? Nicht anders als an allen anderen Schulen, wenn nicht gar sogar viel war los. Wir haben in unserer Lindengrundschule am Standort Senftenberg den lang gewünschten Zaun ums Gelände angefangen zur Sicherheit unserer Schülerinnen und Schüler an diesem Standort. Wir haben in unserer Dr. Otto Rindt Oberschule das Dachgeschoss brandschutztechnisch ertüchtigt, um auch dort künftig mit Sicherheit unseren Schülerinnen und Schülern Bildung zukommen zu lassen. Wir haben in allen unseren Schulen zwei Klassenräume gemalert, saniert, sodass sie wieder schön sind und alle sich freuen, wenn sie in die Schule gehen dürfen. Und wir haben in der Bernhard-Kellermann-Oberschule, wir haben heute auch wieder so einen heißen Tag, unsere Sonnenschutz-Raffstor-Anlage wieder repariert, sodass sie an allen Fenstern auch funktionieren kann.
Das heißt aber, es klingt nach sehr viel Geld. Oh ja, das ist es wohl. Wir haben ungefähr, ich habe es mir heute noch mal aktuell sagen lassen, ungefähr 100.000 Euro in diesen Sommerferien allein in unsere Schulen investiert. Und da hören wir ja dann nicht auf. Auch im laufenden Schuljahr gibt es überall was zu tun und auch zu investieren. Wir investieren in Bildung. Und das ist genau richtig. Und deshalb ist es ja auch schön. Wo wird man Sie treffen? An welcher Grundschule gucken Sie mal bei der Einschulung vorbei? Oh, wenn ich mich jetzt festlege, könnte es sein, dass dann eine Schulleiterin vielleicht böse auf mich ist. Ich denke, ich lasse mir das noch offen bis zum Tag X. Ob ich mich sehen lasse, auf jeden Fall wird es an jeder Schule ein wunderbares Zuckertütenfest geben. Und das bereiten auch gerade die Schulleitung vor. Und das heißt natürlich auch für uns, dass wir Sie schon mal daran erinnern, dass ab 28. August wieder ganz viele Zwerge unterwegs sind mit den schweren Ranzen. Da müssen wir als Autofahrer ein kleines bisschen mehr Acht geben. Und das Schöne für die Regenbogengrundschule, dann ist auch die Piekstraße so weit, dass der Schulbus wieder halten kann. Und wir machen weiter im Programm.